Und damit hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov, dem etwas anderen Survival-Shooter, kann man sagen. Das Ganze erinnert so ein wenig, finde ich jedenfalls, an eine Mischung aus DayZ und Stalker. Ist ziemlich kompliziert, das ganze Spiel, deshalb haben wir uns gedacht, stellen wir euch das Game hier mal vor und unterhalten uns ein bisschen darüber, wie das alles funktioniert. Mit dabei hier ist der liebe Takts, der hat sich da nämlich schon ein wenig reingespielt und kann deshalb auch wesentlich mehr dazu erzählen als ich. Hallo Takts! Hallo! So, ich hab gewunken. Sehr, sehr schön. Das Ganze ist noch eine Beta-Version, also von daher sollte man jetzt nicht erwarten, dass das Ganze schon super geschmeidig läuft. Das tut's an vielen Ecken nämlich noch nicht. So, oh ja. Was ist Escape from Tarkov? Wie gesagt, das Ganze ist ein Survival-Shooter, aber dann auch wieder nicht. Also, es ist ein bisschen anders, oder? Ja, also du hast hier, man kann das so ein bisschen mit DayZ vergleichen. Nur, dass du nicht durchgehend auf einer Map bist oder sag mal durchgehend auf der Map bist, sondern du hast hier immer Raids. Raids dauern, glaube ich, 30 Minuten. Und in der Zeit kannst du dann mit deinem entweder Main-Charakter oder mit dem Scav, da kommen wir aber gleich noch zu, durch die Welt streifen, Sachen sammeln und musst dann quasi, bevor die Zeit abläuft, zu einem Extraction Point gehen. Da kannst du dann deine ganzen gesammelten Sachen und so mit rausnehmen. Schaffst du das nicht und du wirst erschossen bei deinem Main-Charakter, zum Beispiel verliert der alles, außer du versicherst das vorher. Da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Und du kannst also, ja auch, also dein Main-Charakter, der levelt ja auch richtig. Genau, der levelt, der kriegt halt mehr XP, wenn er ein bisschen was, also wenn du jetzt spawnst, sag ich mal, und dann gleich zum Evac-Punkt rennst, dann kriegt er nicht ganz so viel XP, da kriegst du auch noch eine Warnmeldung so hier, ne, dass du irgendwie nichts gemacht hast, aber wenn du ein paar Leute tötest, ein bisschen was sammelst und dann, sag ich mal, sicher rauskommst, dann nimmst du nicht nur die Sachen mit, sondern kriegst, glaube ich, auch noch mehr XP und Bonis. Okay. Habe ich noch nie geschafft. Alles klar. Das also erstmal so, damit ihr so einen Grundgedanken davon habt. Jetzt schauen wir uns mal eben hier so ein wenig die Menüs an, weil das ist auch noch, finde ich, etwas anders als bei anderen Spielen. Und das Menü hier, das war das, wo ich gleich irgendwie an Stalker denken musste. Ich habe jetzt mal den Charakter aufgemacht. Das ist der Main-Charakter. Das ist richtig, ne? Genau, das ist dein Hauptcharakter. den du immer spielen kannst und der auch dann levelt. Genau, hinterher. Und den kann man hier jetzt nämlich munter mit den Dingen ausrüsten, die man gesammelt hat oder halt auf dem Flohmarkt gekauft hat. Ich habe mir hier jetzt eine Handfeuerwaffe und ein bisschen Munition reingepackt. Wie man hier schon sehen kann, gibt es auch Wasser, also ihr müsst auch essen und trinken. Hier sehe ich gerade, habe ich noch ein Medikit, das habe ich auf unserem letzten Raid mitgenommen, glaube ich. Kann das sein? Haben wir... Kann sein. Nee, wir sind beide erschossen worden. Stimmt, wir sind beide erschossen worden. Kann nicht sein. Bezahlen tut man hier in Rubel, das sieht man hier. Da das eine Beta ist, hat man hier noch die Taschen relativ voll. Das wird sich, denke ich mal, dann in der Vollversion oder in der Release-Version dann auch noch ändern. Dann wird das nicht mehr so aussehen. Aber dass ihr hier schon mal so eine Idee habt, so sieht das Ganze aus. Dann habt ihr hier noch euren Health-Bildschirm, wo man auch wieder sieht, alles einzeln kann verletzt werden und kann irgendwie, ich sag mal, krank werden. Da unten sieht man auch, ihr könnt dehydrieren, verstrahlt werden und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall immer Essen und Trinken mit dabei zu haben. Sonst endet das so wie den einen Tag da bei uns, dass ich einfach umkippe, weil ich verdurstet bin. Genau. So, dann habt ihr hier nochmal Skills, wie ihr seht. Ne? Ich bin da auch noch komplett am Anfang. Deshalb an dieser Stelle für all die Pro-Gamer, ne, ihr braucht eigentlich gar nicht weiter gucken. Wir machen hier wirklich nur den Noob-Guide. Also für Leute, die das Spiel nicht kennen, stellen wir das Ganze hier einmal vor. Ne, nicht, dass da wieder rumgeweint wird. Also es ist halt auch, sorry, dass ich gerade unterbreche, ich sehe es halt nur gerade. Es ist halt auch in der Hinsicht ein bisschen komplexer, weil wenn man sich da auf dem Marketplace oder bei den, sag ich mal, NPC-Händlern, wo wir gleich nochmal zukommen, ein Magazin kauft, muss man sich aber auch gleichzeitig die Munition kaufen dafür, weil man muss das Magazin natürlich auch mit Munition bestücken. Das ist mir nämlich mal passiert. Magazin gekauft, losgegangen und dann festgestellt, dass ich gar keine Kugeln habe. Ne? So, und hier seht ihr ja auch schon, es gibt zig Skills, die meisten sind noch gar nicht freigeschaltet hier, die kommen erst noch. Dann könnt ihr noch Meisterschaften quasi hier noch leveln und. Hier, okay, ich habe keine Map im Inventar, deshalb kann ich nicht sehen. Tasks, da kommen wir jetzt gleich zu.
Das sind sozusagen Quests, die man für Leute machen kann. Ich habe hier nämlich noch eine im Inventar. Kill 3 Scavs at Custom ist da die Aufgabe. Habe ich, glaube ich, sogar geschafft. Guck mal, 3 von 3. Dann könnte ich die doch... Ach nee, Find 3 bla 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 bla. Okay. Ich glaube, du musst noch diese Shotguns dafür mit abgeben. Genau, ich muss die Shotguns noch abgeben. Die habe ich noch nicht. Aber wenn man jetzt hier in dieses Trading-Fenster geht, da sieht man, ne, gibt es verschiedene Hoshis hier. Wenn man die dann anklickt, wie zum Beispiel ihn hier, dann kann man da zum einen Dinge kaufen, Munition etc. und kann natürlich auch Sachen verkaufen, gar keine Frage. Und genau. Kann Tasks annehmen, also sogenannte oder sowas wie Quests. Das gibt es dann auch nochmal in verschiedenen Schwierigkeiten, denke ich mal. Man sieht es halt auch oben rechts, dass man Current Attitude hat. Ne? Ich bin da Level 3 und das Next Loyalty. Ja, danke. Level ist da, ist da Level 15 und ne, die Anforderung, ne, dass man da dann ne, 1 Million bei dem Händler ausgegeben haben muss. Genau. Ja, das ist da kann man den dann auch noch leveln und ich glaube später dann noch Services freischalten. Genau. Genau, dann gibt es hier noch einen Flohmarkt. Da kann man, glaube ich, mit anderen Spielern handeln, so ähnlich wie ein Auktionshaus in einem MMO. Und hier ganz hinten hat man dann die laufenden Auktionen, die man da gerade so am Laufen hat. Also hier könnte ich mir jetzt irgendeine schöne Waffe kaufen oder aber, wenn ich eine schöne Waffe gefunden habe, kann ich die hier reinsetzen und damit selber ein paar Rubel machen. So, ganz lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt Escape from Tarkov, aber erklären noch mal eben ganz kurz, das ist nämlich auch noch speziell. Was ist denn der Scav und der PMC? Also der PMC, das ist halt der Main-Charakter, der XP kriegt und levelt und den du quasi bestücken kannst mit den ganzen Sachen aus deinem Inventar. Und der Scav, das ist quasi einfach nur ein lokaler Bandit. Der hat immer Random-Attribute, Random-Waffen und kann keine XP mitnehmen aus dem Match. Aber wenn man mit dem jetzt spielt und ein bisschen sammelt, dann hier zur Extraction geht, dann kann man alle Sachen, die er gefunden und am Körper hat, quasi in seinen eigenen Stash für den Main-Charakter bringen. Das heißt, wenn man mal keine Waffen oder so jetzt mehr hat und auch kein Geld hat, um sich eine Knarre zu kaufen, könnte man dann einfach mit dem Scav spawnen, vielleicht ein paar Banditen noch abknallen und sofort den nächsten Extraction-Point suchen, weil der spawnt ja immer mit einer random Waffe und die kann man ihm dann auch abnehmen. Also so kann man immer sicherstellen, dass der Main-Charakter zumindest irgendwas hat. Der einzige Nachteil ist, sollte jemand in der Situation sein und euer Scav stirbt gleich am Anfang, der hat einen 10-Minuten Cooldown. Also dann müsstet ihr mit dem Main-Charakter und einem Messer oder so losziehen. Genau. Also der Scav ist quasi sowas wie euer billiger Handlanger, den ihr mal eben losschicken könnt. Oder aber kann man auch so sehen, wenn man halt wirklich ein bisschen Zeit hat und ein bisschen daddeln will, kann man mit dem Main-Character spielen und wenn man nur mal eben nebenbei vielleicht eine kleine Extraction machen will, dann den Scav nehmen. Genau. Was nehmen wir denn? Wir nehmen den Main-Character, oder? Ich würde sagen, wir gehen aufs Ganze, wir nehmen den Main-Character. So, dann gehen wir next. Da musst du mich jetzt einladen, so war das doch, ne? Ja, erstmal müssen wir aussuchen, wo wir hinwollen. Ich habe keine Maps mitgenommen, weil... Wollen wir Interchange mal hier? Ja, Interchange ist auch nur auf Hard, also... Oh, okay, nee, dann machen wir das nicht. Nee, Hard ist der einfache Schwierigkeitsgrad in dem Fall, weil es gibt dann nur noch Insane. Und ja. Da ist, glaube ich, auch, also irgendwas mit 100 Minuten steht. Aber wie gesagt, wir kennen uns ja auch noch nicht so ganz aus. Das ist auf jeden Fall im Endeffekt die ganze Map und du hast hier verschiedene Spawnpoints, sag ich mal, ne, wo du dann anfangen kannst. Hier, ich glaube, diese Zeitangabe, das ist, wie lange der Raid geht. Also wenn wir jetzt hier den Interchange nehmen, hätten wir 100 Minuten Zeit zum Looten. Mhm. Wenn wir jetzt zur Factory gehen, haben wir, glaube ich, nur 15 Minuten Zeit. Dafür ist die Factory auch, glaube ich, ein bisschen kleiner gehalten. Okay. Wir können ja mal trotzdem den Interchange machen. Ich schätze mal nicht, dass wir 100 Minuten... Nee. Dann machen wir Next hier. So. Ja. Next. Offline spielen wir jetzt mal nicht. Nee. Next. So, hier, wenn du nach dem Offline-Modus, da kannst du noch Sachen versichern. Das ist ganz wichtig, also nicht ganz wichtig, aber das kann man machen, wenn man jetzt was Geiles hat. Und sollte man sterben, dann ist das halt versichert. Und wenn es nicht gelootet wird, nachdem ihr gestorben seid, dann wird euch das quasi zurückgebracht werden. Werdet ihr von einem anderen Spieler gelootet, dann ist es aber weg.
Ich habe jetzt einfach mal aus Gag hier den Alpha-Container versichert, dass ihr das einmal seht. Das bedeutet, wenn ich jetzt sterbe und gelootet werde, dann bleibt mir der erhalten. Invite to group. Okay, dann sind wir jetzt in einer Gruppe. Sehr schön. Dann drücken wir auf so schon da. So, da sind wir jetzt auch. In-game. Es ist natürlich wunderschön. Da hätten wir, glaube ich, wir haben am Anfang auch zwei Zeiten zur Auswahl gehabt. Ich glaube, da haben wir ein bisschen verkackt und die Nachtzeit genommen. Naja, macht ja nichts. Wir können ja erstmal hier. Aber ich habe eine Mosin dabei extra. Ah, warte sofort. Mal, guck mal, da vorne ist der Idea. Der Idea! Ja! Ja. Also, dann hast du mich die ganze Zeit immer zur falschen Map geschleift. Ja, das kann sein. Also das finde ich zum Beispiel mega spektakulär. Ist jetzt schade, dass Nacht ist. Wir haben hier halt einen sehr schönen Nachbau eines Ikeas. Das Ding heißt hier Idea. Und was ich wirklich nice finde, ist der ist riesengroß. Ich finde sonst, wenn du in Fallout oder so irgendein Einkaufscenter oder sowas hast, die sind dann auch groß, sehen aber im Vergleich zu echten Einkaufszentren immer aus wie nur die Vorhalle. Wenn du dir das mal anguckst hier, da vorne sieht man gleich auch den Schriftzug, dann ist das halt wirklich einfach riesengroß. Und wenn man da reingeht, hast du auch die verschiedenen Abteilungen. Das tut natürlich jetzt dem nicht zum Spiel, aber es macht halt was. Atmosphärisch macht das einiges genau her. Jetzt sag aber mal, was ist jetzt hier, was machen wir hier jetzt? Was ist unser Ziel? Wir looten eigentlich nur. Also das Ziel des Spiels ist es eigentlich hier zu looten, zu überleben und dann den Extraction Point zu finden. Da tun sich dann natürlich verschiedene Gefahren auf, wie andere Spieler, NPCs, die uns töten können, Hunger, Durst oder auch Verletzungen, wenn man irgendwo runterfällt. Zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder so, das muss man mit dem dafür vorgesehenen Item behandeln, sonst humpelt man die ganze Zeit. Okay, also heißt das, wir looten hier jetzt einfach und escapen dann from Tarkov. Genau, und wir töten, also kill on sight quasi, außer uns gegenseitig, weil ansonsten ist das, also, ne? Ist halt Permadeath so ein bisschen. Der Charakter, der bleibt dir zwar erhalten mit den Stats und alles, aber die ganzen Items sind weg. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns hier draußen erstmal um und looten, weil im Idea wurde ja schon geschossen. Das sind aber nicht nur, das finde ich ist auch wichtig zu wissen, das sind nicht nur andere Spieler. Hier laufen auch NPCs rum, ne? Genau, die NPCs beschießen sich meines Wissens nach, ne? Das kann auch anders sein, aber ich meine zu wissen, dass die sich nicht gegenseitig beschießen, sondern wenn hier ein Schusswechsel ist, ist definitiv immer ein Spieler mit involviert. Oh, bist du das? Ich bin das, ich bin hier draußen. Okay. Ja, aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher, aber generell, ob es jetzt NPCs sind oder nicht, das ist halt ein sehr realistisches Spiel. Da reichen auch mal ein, zwei Schüsse aus, um dich hier komplett außer Gefecht zu setzen. Außer du hast dementsprechendes Equipment an. Ich habe Videos gesehen, da hatten Leute halt so einen gepanzerten Helm an. Da läuft einer, oder bist du das jetzt zum Idea? Ich bin gerade. Okay. Das hier ist übrigens nicht der Idea. Der Idea, der ist ganz hinten links. Das hier ist irgendein anderes Einkaufsding. Aber ja, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Hier drin ist auch heller. Hier kann man ein bisschen mehr sehen. Ist auch sehr schön. Also ihr habt ja vorhin gesehen, die Map ist riesengroß und ist auch sehr abwechslungsreich. Also man hat hier so Innenräume, wie jetzt hier dieses Einkaufszentrum, hat aber auch einen Wald zum Beispiel oder eine alte Fabrik. Und wie man sehen kann, also ich finde, das ist das Krasse. Ich finde, von den Größenverhältnissen her sieht das hier wirklich mal wie ein Einkaufszentrum aus. Ja, das ist auch so ein Verhältnis zu anderen Spielen mal sehr liebevoll so gestaltet, die Details und so. Ja, finde ich auch. Also ich finde, ne, wie gesagt, in anderen Spielen wirkt das alles dann immer sehr klein. Hier liegt eine Leiche. Ich bin in der ersten Etage. Wo bist du? Ich meine, ich auch. Guck mal, da habe ich jetzt schon was gefunden. Das wäre jetzt zum Beispiel was, wenn wir hier den Raid schaffen würden. Dann könnte ich die Dinge mitnehmen. Auch witzig ist, hier ist nicht einfach nur Waffe ins Inventar ziehen. Ich muss die auch inspizieren, damit ich sie dann auch vernünftig benutzen kann. Ich habe aber gerade keine Magazine für das Ding. Also ich habe auch keine Magazine dabei. Ist gerade relativ wenig.
Das Ding ist, wir sind jetzt beide getrennt voneinander und entweder gibt es diese Funktion nicht oder wir haben sie noch nicht gefunden, hier Name-Tags irgendwie einzuschalten. Das heißt, wenn wir uns gleich sehen, ne, nicht sofort schießen, außer, sag ich mal, der, den du siehst, schießt auf dich. Ja, wobei, also ich bin mir relativ sicher, dass es hier keine Name-Tags gibt, weil das ist alles hier so auf Realismus getrimmt, das wäre ja Schwachsinn. Also das würde ja alles kaputt machen wieder. Ja, und das stimmt. Das macht die Sache ja auch spannender, weil wir schleichen hier jetzt gerade beide rum, ohne zu wissen, wo wir sind, was eigentlich auch völlig falsch ist. Bist du da? Ja, ich spring. Ich spring? Ja. Und genau dieser Moment, ne, das hätte jetzt auch ein anderer Spieler sein können, ne, das ist schon ganz witzig. Und hier, finde ich, sieht man nochmal schön, ne, das sieht wirklich aus wie ein leergeräumtes Einkaufscenter. Ne, und nicht einfach nur so ein kleiner Raum und leergeräumt ist in diesem Fall richtig, weil ich finde hier auch kein Loot. Ja, ich hatte die eine Leiche da gefunden. Ich gehe einen höher. Mhm. Weiß man eigentlich, was hier passiert ist, so storymäßig? Weiß man bestimmt, aber wir es nicht, ne? Es gibt eine Story, meine ich, so eine kleine rudimentäre Story, aber ich schätze einfach mal, das System ist kollabiert. Hast du geschossen? Nein. Okay. Ich komme mal ein hoch zu dir. Das war, weil ich jetzt Angst habe. Irgendwo, das kam von rechts, also von mir aus gesehen, rechts vom Eingangsbereich. Wo bist du hoch, wenn du hochgegangen bist, wo bist du dann nach rechts gegangen? Ich stehe hinter dir. Oh. Okay. Sollten wir doch mal ein bisschen zusammenbleiben jetzt. Ruckler. Ja, wie gesagt, also das habe ich hier auch die ganze Zeit immer noch. Man hat immer noch so kleine Nachladeruckler. Guck mal, hier auf den Tischen liegt manchmal auch was. Ich habe gerade einmal ein Morphium gefunden. Also, wie gesagt, technisch ist das Ganze noch nicht wirklich ausgereift. Dafür finde ich aber, ist die Grafik echt nett. Also, es sieht schön aus und wie gesagt, ist sehr, sehr gut designt, meines Erachtens. Ja, es, also, wenn man sich da auch mal, also die Charaktermodelle laufen jetzt noch ein bisschen holprig und wenn du mal gegen einen, oder wenn man mal hier so gegen NPCs kämpft und die beschießt, die laufen dann noch immer sehr, sehr generisch wie Roboter, aber das ist ja jetzt auch nicht sonderlich schlimm, finde ich. Ich bräuchte mal einen Rucksack, ey. Ich habe mir keinen Rucksack mit eingepackt. Das war dumm. Ja, ich habe mir einen mit eingepackt. Wenn du Sachen hast, die du nicht mitkriegst, dann... Ja, sag ich Bescheid. Ja, das ist ja aber oft so, dass Charaktermodelle immer so ein bisschen schäbig aussehen, dafür die Welt aber gut designt ist. Und ich finde, das ist hier durchaus der Fall. Bist du jetzt schon wieder hingerannt? Hinter dir. Ich habe dich gerade weglaufen sehen. Okay. Ich sehe dich auch noch, wenn du das bist. Oder, ja, ich springe. Ja. Ich suche eigentlich, woher der Schuss kam. Es ist jetzt für so ein Let's Show, sag ich mal, ein bisschen blöd, dass wir hier nur rumlaufen und keine Action haben. Das Ding ist aber auch, wir kennen die Hotspots hier nicht. Wir kennen uns relativ wenig aus auf den Maps. Wenig bis gar nicht. Naja, aber zumindest mal so NPCs, ne? Im Endeffekt, es ist ja wirklich viel einfach das hier. Du gehst irgendwo hin, du lootest, ja. Ne, also ein Teil des Spiels ist einfach wirklich so. Und dann wird's halt interessant, wenn man wirklich dann auf NPCs oder Gegner trifft. Das ist, erinnert so ein bisschen, wenn man es ganz genau nimmt, an die Dark Zone aus The Division. Stimmt, ja. Weil da lootest du auch und musst dann irgendwann zum Extraction Point und wobei, wenn du hier Extraction machst, dann musst du 10 Sekunden da bleiben in dem Radius und dann ist gut. Bei The Division kommt erstmal ein Feuerwerk, dass auch alle wissen, wo du bist. Ich höre was. Ach nee, das ist der Generator. Ja. Ja, irgendwie ist hier. Oh, Ruckel, ist hier nichts los. Wollen wir nochmal wieder raus? Würde ich sagen. Hier ist auch gerade die Treppe nach unten. Pass mal auf und gleich sterben wir. Weil das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, da war im IDEA, war richtig die fette Action. Ich sag dir, der IDEA, das ist der Hotspot, the place... Aua, ah! Place ja, to da be. Bist du ein Stacheldraht gerannt. Ich wollte es gerade noch sagen, aber... Oder ist noch eine Kiste? Wenn, dann nehme ich hier noch einen... Hier geht es ja ums Looten immerhin. So ist es. So... Batterie. Ich weiß mit vielen Dingen, die man hier findet, auch noch nicht, was man da machen kann. So ein T-Plug und eine Batterie. Manche Sachen wollen die Händler da halt im Menü haben, zum Tauschen.
Dann kriegt man die Waffen halt nicht für 2000 Rubel, sondern für 4 Rubel und was weiß ich, eine Batterie oder so. So, ich bin jetzt beim Ausgang. Ja, ja, ich bin schon weiter Richtung. Ich bin draußen und bin Richtung IKEA. IDEA, ja, meinst du? IDEA, oder Entschuldigung. Übrigens, man sieht das hier unten links. Da ist dein Charakter, ne? Also in der Position, wie du gerade bist. Jetzt stehen wir gerade aufrechts und darunter sind so ein paar Punkte. Mhm. Wenn man da mit dem Mausrad zum Beispiel runterscrollt, läuft man langsamer und macht auch weniger Geräusche. Das ist dann gerade für Stealth-Play. Guck mal. Nice. Du, ne? Das ist auch wieder so ein Spiel, was ich mir nicht wirklich auf Konsole vorstellen kann. Einfach weil das Gamepad zu wenig hergibt. Dafür zu wenig Tasten. Ja, wie willst du das denn noch hier die Laufgeschwindigkeit regulieren, ohne da dann Tasten dreifach zu belegen? Ist das hier der IDEA? Das ist der IDEA, ja. Okay, dann lass doch mal den IDEA reingehen. Das siehst du doch auch schon an der Farbgebung. Ach ja. Irgendwo gibt es auch das Namensschild hier, das Wir müssen dringend noch mal irgendwie eine Animation, achso, ich habe keine Ausdauer, um zu springen, eine Animation einführen, um über Gegenstände zu klettern. So, schauen wir mal. Da ist ja so hochgegangen? Nee, ich bin hier unten. Ich habe eine Zeitschrift oder sowas gefunden. Na da. Ich gehe mal in die Tür rein. Oh nein, Breach. Oh, hast du geballert? Ja, nee, ich wollte die Tür aufmachen, aber ich kann die nur breachen. Also als ich letztes Mal hier war, aua, voll in Stacheldraht rein. Du hast auf Russisch irgendwas geschrien. Ich dachte erst so, geil, jetzt sind die NPCs, aber. Also das letzte Mal, als ich hier war, da war hier im IDEA richtig da. IDEA. Ja, und ich finde, das ist richtig cool einfach, weil du siehst richtig. Ne, also Kassen man, sehen auch, so, man, so das ja, genau. Kassenprinzip man, ist man auch erkennt, das Gleiche. Man erkennt, dass es ein IDEA ist. So, also ja. Jeder, der schon mal im Real Life im IDEA war, der findet sich hier sofort zurecht. Kriege ich hier auch Hot Dogs oder wir sehen in Russland Blennies? Unten. Unten müssten welche sein. Ey, das gibt's gar nicht, ey. Aber das ist hier wieder. Ist wieder der Vorführeffekt. Yep. Keine Sau hier. Aber ich will jetzt auch nicht wahllos ballern, weil A, Munition ist sehr kostbar und B, dann hören wahrscheinlich auch die Falschen, dass wir hier sind. Aber hier ist wirklich tot. Im Endeffekt kann man hier oben noch, da seht ihr die, genau, das zeige ich auch gerade, da oben seht ihr die Zeit, die läuft. Und Extraction Points hätten wir hier Southeast Axeville und die Power Station. Dazu müsste man natürlich wissen, wo das alles ist. Da wir noch sehr dumm sind, wissen wir das nicht. Also wie gesagt, aber Power Station, das könnte man irgendwie sich noch erahnen. Also generell, ne, jeder, der das Spiel hier regelmäßig spielt, wird sich wahrscheinlich bei unserer Spielweise die Haare raufen. Oh ja. Aber wie gesagt, du jetzt eigentlich? Ich bin hinten rausgegangen, hinter Ausgang. Hier geht's im Endeffekt wirklich nur darum, das Spiel einmal kurz vorzustellen und zu zeigen. Also seid da uns läuft nicht jemand? Böse. Ja, das bin ich. Okay. Oh. Wir gucken jetzt noch mal eben, ob wir hier einen Extraction Point finden und ansonsten belassen wir es dabei. Wir können hier ja noch mal eben kurz schauen. Da war eine Explosion auf jeden Fall. Knallt. Das war im Dingens, glaube ich, hinter uns. Aber wir suchen jetzt eine Extraction Power Station. Ist das nicht hier vorne rechts? Oh, auf mich wird geschossen. Oh ja, ich sehe. Au, 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 au. Deckung. Oh, ich habe richtig einen in die Brust bekommen. Ich auch. Ah, oh, ich lieg. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Shit. Okay, aber das ist doch dann auch ein gutes Ende für das Video, sich erschießen zu lassen. Also, hier sieht man jetzt... NPCs oder Spieler? Ich guck gleich. Killed in Action.
Ne? Ich wurde von einem Spieler, Soldust. Oh, das wird, ich wurde auch gerade getötet. Das wird kein NPC gewesen sein. Nee. Haben wir uns vielleicht auch ein bisschen doof angestellt, aber so hat man wenigstens noch mal was gesehen. Ne? Gekillt haben wir niemanden, weil wir schlecht sind. Dann kriegt ihr hier immer noch eine komplette Zusammenfassung. Also wie ihr seht, das ist wirklich schon sehr deep, sag ich mal, von den ganzen Statistiken und so. Und jetzt hier am Ende gibt's natürlich nicht viel EP. Aber ich schätze mal, das war die Power Station, wo man extracted und deswegen waren da auch Spieler. Kam ja auch genau daher, wo du gesagt hast. So, das soll's gewesen sein für dieses Video. Ich glaube, man konnte so ein bisschen wenigstens erahnen, was Escape from Tarkov sein soll. Und darum sollte es hier ja auch eigentlich gehen. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir sowas auch mal montags in Stream bringen. Dann, man lernt ja auch, irgendwann werden wir auch besser sein in diesem Spiel. ja, ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ist das was für euch oder ist euch das alles zu verkopft? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn es gefallen hat oder informiert hat, Däumchen dalassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach mal diesen YouTube-Kanal hier abonnieren, um auch in Zukunft mit allen möglichen Kram versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss. Tschüssi.